Bis die Letzten noch zu uns kommen, wollen wir schon mal beginnen zu singen. Und zwar von dem Lied 423. 423, da singen wir die ersten drei Strophen. König, gib uns Mut und Klarheit, einen willigen, einen muntern Jüngersinn. 423, 1 bis 3. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Abend. Ich tue es mit Losung und Lehrtext dieses Tages. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Aus Jesaja 64,4 und der Lehrtext aus Römer 8,35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich's weiß, müsst dem Vater trauen, Kinder sein als Greis. Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt eins sagen, dass ich gnädig bin. Diesem lebendigen Herrn dürfen wir uns anvertrauen, ganz getrost und mit letzter Überzeugung. Wenn wir sein Eigentum sind, dann bringt er uns durch, dann trägt er uns bis zum Ziel. Ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wir neigen uns und beten. Über diesem Wunder, lieber Herr, du treuer Gott, du unser Vater, durch Jesus Christus, beten wir dich an. Wir haben es schon gar oft und immer wieder erfahren, wie du trägst, bewahrst und durchbringst. Und du hast viele vor uns schon zum Ziel gebracht. Und wir wollen uns dir anvertrauen in der Gewissheit, wo wir dir gehören, wo wir dir folgen und bei dir bleiben, dann wirst du auch uns bis zum Ziel bringen, bis zum Ziel der ewigen Herrlichkeit. Und lass uns auch jetzt in all den Anfechtungen, Nöten und Kämpfen dir vertrauen. Lass uns bei dir bleiben. Und wir danken dir, lieber Herr, für diese Tage, die du uns schenkst in dieser Woche. Wir bitten dich für deinen Boten, für unseren Bruder, bevollmächtige du ihn auch an diesem Abend. Öffne uns allen die Herzen und lass uns nicht nur Hörer sein. Gib, dass dein Wort uns prägt, unser Leben gestaltet und befähige du uns zu deinen Zeugen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir singen noch von dem angefangenen Lied 423 die letzten zwei Strophen. 423, die letzten zwei Strophen. Liebe Brüder und Schwestern, zuerst ein paar Bemerkungen zu Zinzendorf. Haben Sie gemerkt, wie Zinzendorf völlig neue Worte des Glaubens und Liebeslebens erfunden hat? Ähnliches ist in weltlicher Weise bei Goethe und das ist bei Zinzendorf in geistlicher Weise ganz groß. Wenn Sie denken, deiner Gnade Liebsbewegung, ein völlig neues Wort. Oder die Sonnenaugen, die wie Feuerstrahlen zünden. Durch das ganze Lied, beachten Sie bitte bei Zinzendorf ständig dieses wundervolle Erfinden neuer Worte der deutschen Sprache, um das zu sagen, was ihm am Herzen ist. Das ist etwas ganz Großartiges. Ein Sprachschöpfer um Jesu Willen. Und nun haben wir gestern Abend gehört aus 1. Thessalonicher 2, wie in die Gemeinde in Thessalonich, kurz nach seinem Weggang, der erzwungenermaßen war, er musste gehen, wie da Menschen einbrechen oder aus der Gemeinde selber kommen, die den Paulus schlecht machen. Sie haben ihn als Scharlatan und als einen, dem bloß ums Geld geht, beschimpft. Der Feind arbeitet, wenn irgendwo Aufbrüche für Jesus sind, sofort in der Gemeinde
und von außerhalb der Gemeinde. Heute sehen wir nun, wie die Gemeinde in Thessaloniki von außerhalb angegriffen wird und wie Paulus hineingezogen wird in diesen Prozess und voller Verzweiflung nicht helfen kann. Und das wird nun dargestellt in diesen Versen. Ich möchte diese Not, dass der Feind einbricht, heute auch einer ganz zu Beginn schon einer ganz anderen Stelle zeigen. Ein Bauer im Schwarzwald kam in einer Bibelwoche zu mir und weinte über seinen 12-jährigen Sohn. Er kommt von der Schule heim und berichtet dem Vater höhnend und siegesgewiss und spottend: Ich brauche dir nicht mehr zu folgen. Unser Lehrer hat uns in der Schule gesagt, das sei vorbei. Das heißt, nun kommt die herrschende Ideologie des Anarchismus, das ist eine Ideologie, ein eigenes Glaubenswesen, wie der Nationalsozialismus und Kommunismus, ist eine ganz neue Ideologie, der Anarchismus. Nun bricht er ein in die Jugend ist zum Teil unschuldig, und bricht damit in die Elternhäuser ein. Das sind ganz schwere Vorgänge. Und wir wollen an diesem Abend auch von Paulus lernen, wie man mit dem Einbruch des Feindes in die Gemeinde Jesu und in die Familie fertig werden kann. Das ist falsch gesagt, fertig werden kann. Da wird nur er fertig, der Herr. Aber wie wir da drin stehen. Ganz große Not. Nicht wahr? Diese Sache ist ganz neu. Spannung zwischen Alt und Jung gab es seit Jahrtausenden. Das sieht man schon bei Plato und so weiter. Seit Jahrtausenden. Alt und Jung kommen in die Spannung in dem Augenblick, als Junge in das Pubertätsalter kommen und etwas Eigenes werden müssen, sich abnabeln müssen. Das geht nie ohne Spannungen. Aber nun tritt etwas ganz Neues auf, nämlich die sogenannte Frankfurter Schule, kommt von euch Hessen, aus Frankfurt. Diese furchtbare Lehre der Frankfurter Schule, dass der Mensch nur Mensch wird, wenn er alles andere ablehnt. Außer sich. Das ist eine völlig neue Schau, die ist der Frankfurter Schule entstanden und ist eine Ideologie, deren Schöpfer Sondheimer am Ende seines, er ist vor einigen Jahren gestorben, am Ende seines Lebens sagte er, es war alles falsch. War alles falsch, was ich gesagt habe. Ich müsste an Gott glauben, aber ich kann es nicht. Aber man müsste an Gott glauben, um das zu überstehen. Sagt er selber am Ende seines Lebens, ein Jude und Atheist. Diese Ideologie ist nun da und da können wir gar nichts machen. Wir müssen da durch diese Anfechtung. Und da lernen wir von Paulus auch, mit diesen Mächten, die einbrechen, in unsere Familie und in die Gemeinde Jesu fertig zu werden. Wir hören nun von Kapitel 2, Vers 17 an. Wir nehmen aber noch Vers 13 zunächst dazu. Wir danken euch, wir danken auch Gott ohne Unterlass, dass ihr das Wort göttlicher Predigt, als ihr es von uns empfinget, nicht aufnahmet als Menschenwort von Paulus, sondern wie es in wirklicher Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch wirkt in euch. Dieses Wort möchte ich aufnehmen zum Abschluss des gestrigen und dann Vers 17. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden, schreibt er, geschieden, das heißt verwaist waren, nach dem Angesicht, nicht nach dem Herzen, haben wir uns desto mehr gemüht, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum wollten wir, Paulus, mit den Brüdern zu euch kommen, von Athen weg. Das war 400 Kilometer rauf, 400 Kilometer zurück. Mindestens 4 Wochen Fußwanderung. Das wollte er machen. Wir wollten zu euch kommen, nach Thessaloniki. Einmal und dann noch einmal. Und jetzt kommt ein Satz. Doch Satan hat uns gehindert. Ein ungeheuerliches Wort. In der Gemeinde. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude, unsere Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es, unserem Herrn Jesus.
wenn er kommt. Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Diener Gottes am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, dass nicht jemand weich würde, da steht das Wort winzeln, wie ein Hund, der Angst hat, mit dem Schwanz winzelt, dass ihr nicht winzelt vor den Gegnern. In diesen Trübsalen, Bedrückungen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass wir Trübsal meint immer Verfolgung, dass wir Trübsal haben würden, wie es dann auch geschehen ist und ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn, Timotheus, gesandt, dass ich erführe euren Glauben, ob euch nicht vielleicht versucht hätte, taucht diese Gestalt zum zweiten Mal auf, der Versucher, und unsere Arbeit vergeblich würde. Jetzt kommt Timotheus zurück mit guter Nachricht. Nun aber ist Timotheus zu uns von euch gekommen und hat uns gute Evangelium, steht da, eine gute Nachricht gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt, dass euch verlangt, uns zu sehen, wie auch uns nach euch. Dadurch haben wir, liebe Brüder, an euch Trost gewonnen, in aller unserer Not und Trübsal durch euren Glauben. Nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten, euretalben, für alle diese Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht gar sehr, dass wir sehen mögen euer Angesicht und zurechtbringen, was etwa eurem Glauben mangelt. Jetzt kommt ein apostolischer Segensabschluss. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer völliger werden in der Liebe untereinander und gegen jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen gestärkt werden und unsträflich sein in der Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt samt allen seinen Heiligen. Sie spüren, wie da nun Herztöne beim Paulus anschlagen, nachdem Feinde gegen ihn innerhalb der Gemeinde eingebrochen sind, er sei Sektenapostel, Scharlatan und so weiter, schließt er diese Auseinandersetzung mit einem Vers, den wir am Anfang kurz gehört haben. Ihr habt mein Wort nicht aufgenommen als Menschenwort, sondern wie es in Wahrheit ist als Gotteswort, welches oder welcher auch wirkt in euch, die ihr glaubt. Paulus hat also das Wunder ihnen dargestellt, dass sie an ihm, dem fehlsamen Paulus mit seinen Schwachheiten, nicht Anstoß genommen haben, sondern in seinem Zeugnis von Jesus Gott gehört haben. Liebe Gemeinde, das muss jedes unter euch durchstehen, dass es Menschen mit Fehlern sind und Schwachheiten, die hier das Evangelium sagen und dass ihr an den Menschen vorbeiseht, auf den, der durch sie spricht, wenn sie rechtes Zeugnis geben. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Nehmen Sie mal an, ein Briefträger würde Ihnen eine Überweisung von 4.000 Mark an die Haustür bringen. Und Sie sehen ihn und sagen, lieber Mann, Sie sind ja dreckig von oben bis unten, von Ihnen nehme ich keine Überweisung an, nicht? Das ist doch eine Torheit. In der Gemeinde, wo ich war, einer Vorortgemeinde von Stuttgart, sagte einer, der nicht mehr im Gottesdienst erschien und den ich dann fragte, warum kommen Sie denn nicht mehr, sagt er zu mir. Solange der auch in der Kirche sitzt, der mich ums Erbe betrogen hat, komme ich nicht. Tja, da habe ich gesagt, jetzt passen Sie mal auf.
Nehmen wir an, was ich Ihnen nicht wünsche, Sie hatten einen schweren, unheilbaren Krebs und alles sei vergeblich gewesen. Und Sie wissen, es geht dem Tod entgegen. Und da hören Sie von einem Arzt in Stuttgart, der hat tatsächlich ein Mittel, das noch hilft. Er ist überlaufen. Und da gehen Sie natürlich hin, nicht? Und wie Sie reingehen, sehen Sie Ihren Feind da sitzen, der Sie ums Erbe geprellt hat. Dann sagen Sie, ich gehe raus, ja? Da macht Ihnen der Feind gar nichts aus. Sie wollen bloß gesund werden, nicht? Und sehen Sie, das ist das Zusammenkommen unter dem Wort im Gottesdienst oder wo wir sind. Wir sind in einem Lazarett. Und da ist Jesus der Arzt. Und da schauen wir nicht auf die anderen Kranken. Wir helfen einander, aber wir sind nur begierig, vom Arzt recht behandelt zu werden. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Paulus dankt, dass sie ihn als Menschen gesehen haben. Und dass doch dieser Mensch Paulus, der nicht ganz einfach zu haben war, das deute ich Ihnen nur an, kann man eindeutig entnehmen aus seinen Briefen. An diesem Paulus, der so nicht einfach zu nehmen war, vorbeigesehen haben und in seinem biblischen Zeugnis von Jesus, dem Gekreuzigten, den Retter gehört haben und nicht den Menschen. Das möchte ich noch nachtragen zum Letzten. Dafür hat Paulus ihnen gedankt, dass das unter ihnen geschehen ist. Trotz der Anfeindungen innerhalb der Gemeinde. Aber nun kommt ein anderer Angriff des Feindes, nämlich von außen. Die Thessalonicher werden unterdrückt. Trübsal heißt Druck, wörtlich. Druck. Druck gibt es auch bei uns, liebe Geschwister. Gibt es heute in der Kirche. Druck in der Kirche. Aber dort ist von außen. Die möchte nur andeuten, die Brüder, die von drüben kommen, die sagen immer, das habe ich alles miterlebt, die Verfolgung drüben kommt von außen, die ist ganz schwer. Aber was hier ist, die Verführung in der Kirche ist viel, viel schlimmer. Brüder vom Osten. Brüder, deren Kinder in der atheistischen Schule gläubig geblieben sind, verlieren hier beim Religionsunterricht ihren Glauben. Liebe Brüder und Schwestern, was geschieht bei uns? Das sind zwei Dinge, also Verführung in der Kirche oder Angriff von außen. Hier redet Paulus vom Angriff von außen. Er sagt, er fühle sich verwaist, so heißt es wörtlich, er fühle sich verwaist. Ich bin geschieden von euch, getrennt, verwaist. Er fühlt sich als Vater und sagt verwaist, was man eigentlich von Kindern sagt, die keinen Vater haben. Ihm werden die Kinder genommen durch Feinde, die die Gemeinde unterdrücken. Da sehen Sie, welch tiefes Verhältnis da ist. Die Kinder werden ihm entzogen. Und so fühlt er sich einsam in Athen. Und nun hat er diese Anfechtungen, die kommen nun auf Paulus und von denen redet er. Und ich möchte Ihnen nur andeuten, das habe ich vorher vergessen, in allen Gemeinden, in denen Paulus war, wurde er von innerhalb der Gemeinde angegriffen. Alle, außer einer, welche ist das? Philippi. So angefochten war dieser Mann. Sirach, Kapitel 2, Vers 1 sagt, mein Sohn, wenn du dich nahst, dem Herrn zu dienen, so mache dich auf Anfechtungen gefasst. So mache dich auf Anfechtungen gefasst. Der Paulus diente dem Herrn und es war kein strahlender Gang. Er hat auf den Kopf geschlagen bekommen, noch und noch. In der Gemeinde, das haben wir gesehen, und dann durch die Verfolger von außen. Was hat dieser Mann, lese 2. Korinther 11, 2. Korinther 11, wo er seinen Leidensweg zeichnet, was hat dieser Mann durchstehen müssen? Eine Anfechtung nach der anderen. Und nun werden wir Zeuge, wie er diese Anfechtungen durchsteht. Und so können auch Ehen, Väter und Mütter
hier durchstehen, wo die Anfechtungen in ganz anderer Weise in die Familien kommen. Das Erste, was er sagt, ein ungeheures Wort: ich wollte zu euch, aber der Satan hat es mehrmals gehindert. Ein sehr seltsames Wort. Der Satan hat es mehrmals gehindert. Das heißt, Paulus ist im Dienst Jesu und der Feind, ich sage nicht gern Satan oder Teufel, das ist abgenützt, der Feind, sagt Paulus in 1. Korinther 15, oder die Zerstörungsmacht, die Chaosmacht. Der Feind hindert das und Jesus tut nichts. Tut nichts. Wir stehen hier also vor einem Tatbestand, den wir ganz ernst nehmen müssen. Er befürchtet da oben in Thessaloniki, 400 Kilometer nördlich von Athen, da sind die Gemeindeglieder in Gefahr zu winseln wie ängstliche Hunde, weil da ein Einbruch von Verfolgern kommt. Und er kann nichts machen. Da berichtet ein Gläubiger aus dem Osten: hasserfüllt packten sie mich und brüllten: wir werden dich im KZ in den Beto einstampfen, wie einen Hund quälen wir dich zu Tode. Stellen Sie mal vor. Einer versetzte mir einen Schlag und fauchte: wo ist denn dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Du dienst ihm doch und glaubst an ihn. Das sind die Anfechtungen. Und nichts geschieht. Jesus tut nichts. Dem Psalmen fängt es an: wo ist nun dein Gott? Und Jesus schweigt. Und Paulus gibt eine Antwort darauf in Philipper 3, Vers 10. Sein Ziel sei, in den Verfolgungen und in seinen sonstigen Erfahrungen zu erkennen. Dieses Erkennen ist im Deutschen nicht, bedeutet nicht erkennen, sondern der meint, verbunden zu werden mit Jesus. Verbunden zu werden mit Jesus in der Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung, Philipper 3, und im Anteil an seinen Leiden. Wir wollen also vom Zweiten reden. Wer Jesus gehört, bekommt Anteil am Kreuz von Golgatha. Dort hast du die Rettung. Aber wenn du dort die Rettung hast, wirst du verwandelt in einen gleichen Mann wie Jesus am Kreuz. Das ist der Vorgang. Das geschieht in den Familien heute, dass da der junge Mensch kommt und den Vater angreift. Und dann muss der Vater wissen: jetzt geht es ans Kreuz von Golgatha. Das geschieht jetzt. Jesus greift nicht ein bei meinem Sohn, meiner Tochter. Greift nicht ein. Sehen Sie, Anteil an seinen Leiden. Der Anteil an seinen Leiden wird ein Kennzeichen des Gotteskindes. Es erfährt Widerstand. Und Jesus greift nicht ein. Jesu Tod am Kreuz war kein Verbrechertod, sondern ein Tod für uns. Und nun werden wir in Ähnliches verwandelt, dass manche Leute denken, das ist ein Verbrecher. Unrecht leiden, böses Gericht und so weiter. Kommt alles, wenn man Gottes Kind ist und man ist machtlos. Der Feind darf mich schädigen und Jesus schweigt. Das ist die Erfahrung des Paulus. Ich schließe diesen ersten Abschnitt mit einer Schlussbemerkung. Jesus sagt ein seltsames Wort, an dem ich mich jahrzehntelang aufgehalten habe. Herr, was willst du damit sagen? In Matthäus 10 sagt er im Blick auf seine Jünger, die er in die Welt schickt und die dann leiden müssen: eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt.
Was heißt das? Jesus hat doch keinen Computer. Stellen Sie mal vor, die Millionen Haare allein in diesem Saal. Das macht er doch nicht. Das ist doch nicht da. Bis ich im Osten gemerkt habe, was das heißt, da haben mir Frauen, Gläubige, erzählt, dass sie bei der Vernehmung mussten ihre Haare lang machen und an diesen Haaren wurden sie durchs Lokal gezogen, dass sie rausgingen und sie geschrien haben. Und jetzt habe ich kapiert, was Jesus sagt. Die dürfen nicht mehr Haare rausziehen als ich zähle. Haben Sie das Wort jetzt verstanden? Das ist der Sinn. Diese ganzen Bedrückungen, Verfolgungen, diese Einbruch fremder Ideologie in die Familie muss durchgestanden werden, aber Jesus weiß die Grenze. Das ist das Erste. Der Feind hat die Reise verhindert. Jesus lässt das zu. Er macht seinen Diener machtlos, wie er selber war. Er erfährt keine Erhörung. Wir gewöhnen uns zu sehr an Gebetserhörungen. Das letzte Gebet Jesu vor der Kreuzigung war ein nicht erhörtes Gebet in Gethsemane. Gott hat ihn nicht erhört. Und so erfahren wir, dass der Herr uns nicht erhört. Er kann Krankheit verordnen und es geht nicht, wie die Charismatiker behaupten, wer glaubt, wird gesund, ist eine totale Irrlehre. Jesus lässt die Krankheit. Er kann heilen, aber er lässt sie mir. Liebe Brüder und Schwestern, das ist nun das Erste. Man kann diesen Vorgang, wenn er in unser Leben einbricht, diese Anfechtung, nur mit Jesus besprechen. Nur mit ihm besprechen, weil er die Grenze setzt. Da kommt dann die Kraft der Auferstehung, das ist der Ostersieg, dass er dem Feind Grenzen setzt. Aber die Machtfrage ist noch nicht gelöst, nur die Schuldfrage, die Rechtsfrage. Das ist das Erste. Der Feind hat die Reise des Paulus verhindert und Jesus erlaubt das dem Feind. Es heißt ein Wort, alles was an dich herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Er hat es erlaubt, das ging an ihm vorbei, dieser Angriff des Feindes. Er hat es erlaubt. Das ist nicht ohne Jesus geschehen. Aber er ließ es. Auch in dem Leiden der Gemeinde behält er ein heimliches Regiment in der Hand. Nur spüren und sehen wir es nicht. Das ist das Erste. Der Feind hat die mehrmaligen Versuche des Paulus, der verfolgten Gemeinde in Thessalonich zu Hilfe zu kommen, verhindert. Und Paulus weiß, es kommt vom Feind und Jesus lässt das zu. Und er muss den Nacken einziehen, der Paulus, und sagen, Herr, der Feind schlägt zu und es kommt von dir. Das Zweite, was dann geschieht, ist etwas Wunderbares. Er schreibt dann in Vers 5, in dieser Lage, wo ich in Athen war, habe ich mich entschlossen, meinen besten Helfer, seinen geistlichen Sohn Timotheus wegzuschicken. Silas war anscheinend auch nicht da und Paulus bleibt allein zurück. Paulus sendet, das ist das Zweite, den Timotheus an seiner Stelle nach Thessalonich und er verzichtet auf diesen Helfer. Ein schwerer Verzicht. Sie müssen denken, Timotheus war der intimste Bruder des Paulus. Da gibt es ja auch Unterschiede menschlicher Art, nicht? Und geistlicher Art.
Wir sind Brüder und doch sind wir in verschiedener Art und Weise miteinander verbunden. Da gibt es Verschiedenheiten. Jesus war auch mit den Jüngern verschieden verbunden. Den Dreierkreis zum Beispiel und dann erst den Zwölferkreis. Er hat verschiedene Arten von Verbundenheit gehabt. Das ist keine Wertung, sondern das sind einfach Verschiedenheiten. Und so war der Timotheus der große, wunderbare Helfer für den Apostel Paulus. Er liebte ihn und sie verstanden sich in der Not. Und nun hat Paulus einen schweren Misserfolg in Athen vor sich. Er hat Wunderbares erlebt von Thessalonich her, Philippi, Thessalonich, Berea, wunderbare Dinge. Und in Athen kommt nichts zustande. Dort muss er eine schwere Niederlage durchstehen. Die Herren Professoren sagen, Luther übersetzt schön, was will dieser Lotterbube? Und spotten ihn. Den Boten Jesu, spotten ihn. Eingebildete Menschen. Und er braucht diesen Timotheus, denn Sie müssen sich vorstellen, das hat den Paulus kaputt gemacht. Das sehen Sie aus manchen Stellen, das hat ihn innerlich zerrieben. Dass ihm keine Vollmacht geschenkt wird in Athen, das ist doch das Zentrum der Bildung. Athen war die Reichsuniversität. Jede vornehme Familie schickt ihren Sohn nach Athen, sei es von Palästina oder von Spanien. Athen war das Bildungszentrum des Römerreichs, nicht Rom. Und da wollte Paulus natürlich in dieses Bildungszentrum hinein, dann wäre die Botschaft multipliziert worden, ganz anders. Als bei den Hafenarbeitern Korinthern. Was sind das für Multiplikatoren, nicht? So dreckige Hafenarbeiter. Oder in Thessalonich Hafenarbeiter. Proletarier. Und da wollte er einbrechen in die Bildungswelt. Das war etwas Großes bei Paulus. Und man sieht aus seiner Rede in Athen, dass er sich vorbereitet hat. Er hat Philosophen gelesen. Er hat Zitate aus Philosophen gebracht, um ihnen zu zeigen, dass das Evangelium die Philosophie nicht zerstört, sondern erfüllt. Und die Sehnsucht des Menschen im Denken auch erfüllt wird durch Jesus. Und jetzt muss er ihn wegschicken nach Thessalonich. Das ist ein Verzicht um der Gemeinde willen. Ich möchte Ihnen einfach da von meiner Lebensgeschichte erzählen. Nach 1955, nach der Reise Adenauers nach Moskau, die ja von großem Erfolg war, auch für die Gläubigen dort, für die Deutschsprechenden, habe ich sofort Verbindung aufgenommen mit der Botschaft der Sowjetunion in Bonn-Bad Godesberg, weil ich mich jetzt freute, Chruschtschow hatte das Tauwetter gebracht, nicht? Und die Gemeinde Jesu im Osten war erleichtert. Das Chruschtschow, das Tauwetter, war Ilja Ehrenburg, dieser Dichter, hat es dann beschrieben mit seinem Roman Tauwetter. Das war von großer Bedeutung für die Gemeinde Jesu. Chruschtschow hat etwa 1 Million Gefangene, KZler, freigelassen. 1 Million. Und darunter die meisten Gläubigen frei geworden. Und so habe ich sofort Verbindung aufgenommen mit der Botschaft der Sowjetunion in Bonn-Bad Godesberg. Habe ich mich bedankt und habe gebeten, mir alles Material zu schicken. Ich wollte jetzt die Sowjetunion kennenlernen, nachdem da meine gläubigen Brüder und Schwestern aufatmen können. Und dann kommt 1958, wer das verfolgt hat, der weiß, dass da die tiefe Wende kam unter Chruschtschow, die furchtbare Verfolgung. Er hat von etwa 20.000 Kirchen etwa 17.000 zerstört damals, bei der orthodoxen Kirche. Die große Verfolgung, die Chruschtschow-Gesetze, die ich hier nicht schildern kann, grausame Gesetze. Ich habe sofort der Botschaft geschrieben, bitte schicken Sie mir nichts mehr. Ich möchte von Ihnen nichts mehr wissen. Meine Brüder werden verfolgt durch ihre Funktionäre. Sie haben nicht geantwortet und mir nichts mehr geschickt. Aber von da wusste ich, jetzt musst du schauen, wie es denen geht. Wie der Paulus wollte erfahren, wie es in Thessalonich geht. Jetzt musst du erfahren, wie es dort geht.
und habe dann vielerlei Verbindung aufgenommen und habe meine Gemeinden, wo ich war, darauf aufmerksam gemacht. Im Gottesdienst überall, dort sind sie. Die Linken haben das alles ausgelacht. Die Linkenpartei wurde ausgelacht damit. Furchtbar. Aber das war nun meine Sehnsucht, denen helfen. Und in dem Augenblick, als ich das konnte, vom Jahr 72 an, habe ich bis zum 78 keinen Urlaub mehr genommen, sondern bin hinübergereist, 26 Mal. Und der Herr hat mich wunderbar bewahrt und geführt mit meiner Frau, den Brüdern helfen. Was sagt denn Paulus, wenn der Zehen abgehauen wird, mein Zehen dann durch ein Beil abgehauen wird, das macht dem Finger nichts aus, nicht? Wenn dem abgehauen wird, das tut dem ganzen Körper weh. Wenn ein Glied leidet, leiden doch alle mit. Sehen Sie, das müssen wir alles neu lernen. Ganz neu lernen. Ich bin traurig über manche, auch manche Freikirchen, die keinerlei Verbindung haben zu ihren Brüdern im Osten. Ich möchte die Namen dieser Freikirchen nicht nennen. Das ist schauderhaft. Ich habe die betreffenden Leiter dieser Kirchen darauf aufmerksam gemacht. Nur Feigheit, nur Feigheit. Das ist erschütternd, diese Lage bei uns, dass das Herz nicht brennt für verfolgte Geschwister, wie bei Paulus. Wir sind ohnmächtig und können doch manches tun für die verfolgte Gemeinde. Sehen Sie, das ist dieses Zweite, dass Paulus zwar selber nicht hin kann, aber aufs Innerste bestürzt ist über die Gefahr des Abfalls, dass sie winseln. Ja, drüben sind manche abgefallen in der Sowjetunion, ganz klar. Ich sprach einen Vater in Dushanbe, an der afghanischen Grenze. Ein Vater, der hat zwei Söhne, er sagt, sie sind Unteroffiziere in der DDR, bei der sowjetischen Armee und völlig abgefallen. Das sind Schicksale, auch von Eltern dort. Er hat geweint. Seine Frau brachte dann, das ist ein Hof, Dushanbe liegt auf der Höhe von Neapel, da ist sehr warm, und dann hat sie das Abendessen gebracht über den Hof im Freien und wankt so. Ich denke, hatten die zu viel Schnaps getrunken? Dann sagt der Bruder zu mir, ich weiß, was du denkst. Meine Frau wankt nicht vom Schnaps. Der hat dreimal Typhus gehabt. Dreimal Typhus, als sie deportiert waren nach Sibirien. Dreimal Typhus und seither ist Gleichgewicht weg. Was das ja wisst, welches Leiden da vor sich gegangen ist. Haben ungeheuer leiden müssen. Das ist also das Zweite. Der Paulus leidet nun unter diesem Zustand und hofft nun einfach, indem er verzichtet auf den Timotheus, dass es gut wird. Wir müssen auch für die gläubigen Brüder und Schwestern verzichten können, liebe Brüder und Schwestern. Wir müssen verzichten können. Und einige müssen immer rübergehen. Ich habe immer Nachfolger gesucht und hat fast nichts geklappt bisher. Alle wurden feig. Wenn man da allein rüber ist, ist äußerst schwierig. Nicht mit einer Touristengruppe, allein. Immer gehetzt von der Sicherheit. Sie müssen denken, als ich das erste Mal aus der Sowjetunion zurück war, gehetzt von der Sicherheit, habe ich zu Hause in meiner Heimat 14 Tage lang nachts nur furchtbare Träume von der Sicherheit gehabt. 14 Tage lang zu Hause. So packt das einen in der Angst. Und die leben ständig da drin. Ich habe es dann nicht mehr bekommen später, dann wird es nichts mehr gemacht. Aber muss man durchstehen am Anfang. Aber wir müssen nach den Brüdern schauen. Diese Brüder und Schwestern müssen wissen, jetzt kommt das Erschütternde für mich, ich darf jetzt nicht mehr hin. Und der Herr hat mir's, jetzt bin ich am blind werden, und der Herr hat mir's jetzt leicht gemacht, dass ich nicht mehr rüber darf, denn ich wäre noch rübergegangen, wie ich auch dran bin mit meiner Frau. Jetzt bin ich angeklagt als Spion der USA. Und die Brüder werden vernommen und sollen unterschreiben, dass ich Spion bin, selber unterschreiben, dann weigern sie sich, dann werden sie geschlagen. Wenn sie sich weigern, das zu unterschreiben, leiden für mich da. Aber sie haben mir ausrichten lassen, bitte komm nicht mehr.
denn ich werde verhaftet und sie haben nur schwere Kämpfe. Das ist Leiden für die Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern. Leiden für die Gemeinde. Das hat Paulus getan. Er hat den Timotheus freigegeben. Und ich bin dankbar, dass es zahlreiche gläubige junge Menschen heute gibt, die hinüberreisen, vielleicht im Osten diese Gefahren auf sich nehmen zum Bibeltransport. Da geschehen große Dinge durch Licht im Osten in Korntal. Darüber bin ich sehr dankbar, dass junge Brüder und Schwestern dieses Werk nun aufnehmen. Erstens, der Feind hindert ihn und Jesus lässt zu. Zweitens, Paulus bringt das Opfer, den Timotheus nicht bei sich zu haben, um die Gemeinde zu stärken. Drittens, Vers 7 bis 10, Paulus wird vom Herrn für dieses Opfer reichlich entschädigt. Das sind wunderbare Worte, die sind fast in einer Leidenschaft geschrieben, wo er dann sagt, wir haben, liebe Brüder, durch die Nachricht von Timotheus, es geht alles gut, Trost gewonnen in all unserer Not und Trübsal durch euren Glauben. Wir sind wieder lebendig geworden. Das heißt, er war halb tot vorher, vor Depression. Wir sind wieder lebendig geworden, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten, euerthalben, für alle diese Freude, die wir an euch haben, vor unserem Gott. Es ist also ein Ausbruch der Freude darüber, dass die Gemeinde in der Verfolgung steht. Paulus wird vom Herrn reichlich entlohnt, belohnt für diese wunderbare, für diese schwere Opfer, das er gebracht hat, in einer wunderbaren Führung. Bewährung bringt Hoffnung. Haben Sie das verstanden? Bewährung im Leiden. Aushalt im Leiden. Auch in einer Familie, wo die Kinder die andere Ideologie reinbringen. Aushalten. Sich bewähren da drin. Still sein. Bringt Hoffnung. Das ist etwas ganz Gewaltiges, was da geschieht. Der Dank. Liebe Brüder und Schwestern, wir nahmen Lebensmittel nach dem Osten. Wir nahmen auch, worauf 3 Jahre Zuchthaus standen, Geld von dort. Wir konnten ja dort nicht tauschen in größerer Zahl. Das wäre sofort aufgefallen und ich wäre verhaftet worden. Abgesehen davon, dass der Kurs ja miserabel ist. Für einen Rubel muss ich 3,30 Mark zahlen dort und hier 50 Pfennig. Nicht? Das ist ein Betrug des Staates. Lewa genauso, da haben wir natürlich Geld mitgenommen, versteckt und standen jedes Mal beim Durchgang durch dieses enge Ding, wo die Koffer alle durchleuchtet werden. Es war eine Durchleuchtung von Philips von Holland, nicht nur wie bei uns auf dem Flughafen Metalldinge. Die können eine einzige Seite in ihrem Koffer, in ihrer Durchleuchtung sehen, Literatur. Und da sind wir ängstlich durchgegangen, immer nur betend, haben Wunder erlebt und haben vieles hingebracht. Aber ich möchte Ihnen sagen, wir haben mehr zurückgebracht. Mehr zurückgebracht. Wir sind lebendig geworden. Ich kann Ihnen sagen, ich bin in meinem Glauben nie so gewachsen wie in diesen Besuchen im Osten. Da bin ich gewachsen. Ich habe Ihnen die Bibel ausgelegt, weil Sie ja keine Kommentare, nichts haben. Habe verbotene Hauskreise versammelt, die Bibel ausgelegt. Sie hingen an meinem Mund, Sie haben das abgenommen wie ein trockener Schwamm. Aber ich wurde reicher als Sie. Es ist etwas Gewaltiges, Ihnen zu begegnen. Da frage ich einen Bruder, der viel hatte erleiden müssen. Theo, wie hast du das durchstehen können? Ich war immer der Meinung, das ist etwas Pfingstlerisches, was ich da hatte, dass diese Verfolgten mehr Heiligen Geist kriegen als wir. Das war meine Auffassung. Das ist völlig falsch und pfingstlerisch. Das ist völlig falsch. Das ist nicht mehr Geistesausrichtung, sondern mehr ans Kreuz kommen sie. Dieser Bruder sagte mir, ja, weißt du, wie das ist? Wie kann ich
meinem Vater, der seinen eigenen Sohn für mich geopfert hat, untreu werden. Das ist alles. Das Kreuz ist die Kraft. Und das ist der Heilige Geist. Nicht besondere Heilige Geist-Portionen. Das ist eine völlig falsche Auffassung, die es in der Bibel gar nicht gibt. Der Geist macht das Kreuz groß. Und das Opfer von Golgatha wird die Kraft, im Leiden zu bestehen. Ich habe Angst vor einem solchen Leiden. Selbstverständlich, wir alle können uns offen sagen. Mir hat mal ein Bruder gefragt dann, Bruder, ist Angst Sünde? Was würden Sie da antworten? Ich sage Johannes Kapitel 16, in der Welt habt ihr Angst. Aber in der Angst bleiben wird Sünde. Aber seid getrost, geht ans Kreuz. Ich habe die Welt besiegt, überwunden am Kreuz. In der Angst bleiben ist Sünde. Aber dass du Angst hast, lieber Bruder, ist keine Sünde. Das war dieser Bruder, der mir das gesagt hat, was die Kraft sei. Und so, meine Brüder und Schwestern, sind wir ängstlich hin und gestärkt zurückgegangen. Wir sind mit großen leiblichen Vorräten hingegangen und mit geistlichen Vorräten zurückgekommen. So wie es Paulus einmal sagt zu den Römern, dass da Geld gesammelt wird. In Korinth hat er Geld gesammelt und in Mazedonien für die arme Gemeinde in Jerusalem. Und da schreibt er, das will ich jetzt zuerst überbringen und dann will ich zu euch kommen und sagt, für das Geistliche, die Pneumatika von dort, bringen wir leibliche Somatika. Das Evangelium kommt von Jerusalem und jetzt bringen wir den Dank in leiblicher Weise. So ergänzen sich Geistliches und Leibliches. Wir haben Leibliches dorthin gebracht, wie das Opfer für Jerusalem aus Griechenland, aus Mazedonien, Kleinasien und haben Geistliches empfangen. Und so hat der Paulus, indem er den Timotheus hingegeben hat für die Reise nach Thessaloniki und zurück, etwa 4-5 Wochen allein unterwegs, nicht? So hat er Geistliches empfangen, eine Tröstung, eine Stärkung nun. Brüder und Schwestern, das ist also das große Wunder. Wir sind lebendig geworden. Sie werden erfahren im Dienst Jesu, wenn sie geschlagen werden, und sie alles in der Anfechtung mit der Depression Jesus übergeben, werden sie getröstet. Das ist die Kraft der Auferstehung. Ich bin getröstet worden, sagt Paulus, und kann bloß danken über euch. Das Opfer, das er gebracht hat, war also nicht umsonst. Das ist das Wunder der Bruderliebe, das nun da aufgebrochen ist zwischen Athen, wo Paulus ist, und Thessaloniki. Ein unsichtbares Band wie Radiowellen in der Atmosphäre, die man nicht sieht und doch hin und her schwingen. Und ich habe nun Heimweh darüber, dass ich nicht mehr hin darf. Da machen Sie sich kein Bild, welches Heimweh. Und das Einzige ist nur Radiowellen des Gebets hin und her. Und der eine Bruder, der mir das ausrichten ließ, komm nicht mehr, ließ mir sagen, erstens, Bruder, ich spüre deine Gebete für uns. Ist das nicht wunderbar? Das sind 4000 Kilometer, nicht? Ich spüre deine Gebete für uns. Zweitens, wir sind sehr bedrückt. Drittens, furchtbar muss ich dir sagen, da sagen sie nicht, komm nicht mehr. Und so ist der Dienst abgeschlossen und jetzt ist die Gebetsverbindung und die Freude da. Und ich habe da einen Bruder gesehen, der hier war, der von dort kam, hierher, aus der Gegend, aus Kasachstan, nicht weit weg von Karaganda. Welche Freude ist mir das, nun zu erfahren von den Geschwistern. Er ist mir irgendwie ein leiblicher Gruß von drüben. Und ich möchte euch herzlich bitten, das ist bei uns schwer. Diese Russlanddeutschen können zum Teil nicht lesen und schreiben, weil der Stalin es ihnen verboten hat, nicht? Hat sie auf die Jugend auf keine Schule geschickt, von 41 bis 55. Da sie Deutsch verkommen, so haben wir es ja den Polen gemacht, nicht? Wir den Polen. Und die haben dafür büßen müssen. Und in ihrer Sprache sind sie nicht so gewandt wie wir.
das ist alles schwierig, aber haltet diese Brüder und Schwestern hoch, die von dort kommen und ihren Glauben bewahrt haben. Sie haben andere Sitten, sie können es kaum ertragen, zum Beispiel, dass wir hier, wenn wir beten, nicht sofort aufstehen. Das ist für sie unmöglich. Die machen es noch mehr, wenn in einem Lied der ewig reiche Gott ist dritte Person. Dann geht es in zweite Person über in einer Bild. Dann stehen sie während des Singens auf, weil jetzt mit Gott gesprochen wird. Ich habe zu dem Bruder auch hier am Sonntag gestern Morgen gesagt, lieber Bruder, es sind äußere Dinge, es kann Äußeres auch zur bloßen Sitte werden, aber verstehen Sie bitte, wenn diese Brüder zu uns kommen, müssen sie sich ganz schwer umstellen. Dadurch wird man reich im Leben, wenn man um Jesu Willen verzichtet. Paulus hat auf Timotheus verzichtet und die Depression allein durchstehen müssen. Man wird reich durch Jesus, er vergilt. Und ich möchte das zum Schluss in die Familien sagen. Steht dieses Leiden durch und schweiget, aber bleibt Vater und Mutter oder Großvater und Großmutter. Bleibt's. Und der Herr wird eines Tages antworten. Wollen still werden, bleiben sitzen und beten. Herr, wer dir dient, kommt gerade durch den Dienst in Anfechtungen. Aber du willst ja kein Sofa-Christentum, wo wir für uns liegen bleiben und uns pflegen. Du willst ein Diene-Christentum. Du willst, dass wir dir dienen. Jeder an seinem Platz, jeder wieder anders. Und da mach uns klar, dass das zwar Freude bringt, immer, aber auch in tiefe Erfahrungen und in Depressionen führt. Weil es der Feind betreibt, weil der Feind das nicht ertragen kann, dass Menschen für dich gewonnen werden. Das weißt du besser als wir. Und wir sind geadelt auf deiner Seite, gegen die Anstürme des Feindes zu kämpfen und Menschen herauszureißen aus der Macht der Finsternis. Das Größte, was es gibt, dein Mitarbeiter sein. Aber mach's uns deutlich, dass dann Anfechtungen kommen. Und das Zweite, Herr, dann lass uns auch verzichten, um dieses Dienstes willen für dich. Und das Dritte, dann lass uns erfahren, dass kein Verzicht für dich unbelohnt bleibt. Die Kraft der Auferstehung siegt über das Leiden, in das uns hineinstellst, immer wieder. Hilf uns dazu. Amen. Ich darf noch geschwind sagen, morgen Abend, da möchte ich vor allem die Jugend einladen, müssen wir die Frage der Ehe und so weiter besprechen, weil das dran ist, 1. Thessalonicher 3, 1. Thessalonicher 4, ist morgen dran. Bitte, da wollen wir um diese Fragen ringen miteinander.